Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Nennt mich Isu. In diesem Video werde ich über die Trends von 2019 reden, also Mode, Haare, Make-up. Ich habe mir einige Dinge rausgesucht. Ich habe es auf Pinterest gefunden. Also in diesem Video geht es darum, was Pinterest das Gefühl hat, was 2014, wie komme ich jetzt auf 14? Was 2019 im Trend sein wird. Und wir fangen an mit den Frisuren. Kurzhaarfrisuren, die liegen wahrscheinlich sehr im Trend. Hier steht zum Beispiel ein Bob oder noch kürzer. Lässige Pony-Frisuren, das habe ich mir schon gedacht. Wie man sieht, habe ich auch einen Pony seit Ende 2018. Ich weiß gar nicht genau, wie ich auf diese Idee gekommen bin, aber ich habe einige Frauen im Internet gesehen mit Pony und bei denen sah das so gut aus und ich wollte schon sehr, sehr lange einen Pony. Ich hatte schon mal einen Pony, aber ich hatte keine Ahnung mehr, wie der aussieht. Das ist schon sehr viele Jahre her. Aber ich habe halt eine ziemlich große Stirn und in der Mitte eine Ader, die rauskommt, wenn ich lache oder so. Und das hat mich so gestört und jetzt mit dem Pony deckt das halt das einfach ab und das sieht halt, weiß nicht, anders aus. Etwas Neues wollte ich einfach. Und ja, Pony ist sehr im Trend, so wie ich auch schon mitbekommen habe. Für mittellange und lange Haare sind Stufen im Trend, die habe ich schon immer gemacht. Also ich habe nicht so starke Stufen drin, aber ich möchte das, ich liebe es. Das macht meine Haare einfach viel, viel schöner. Also im 2019 sind auch Locken und Wellen ein Muss, steht hier. Also nichts mehr mit Glätten und Strecken, wie auch immer man das sagt. Ich war total nie eine Person, die ihre Haare gestreckt hat. Ich habe es immer lockig und wellig gerne gehabt. Dann Sleek Hair, also zurückgeschleckte Haare. Wie man auf Deutsch sagen würde. Hier steht ganz, ganz, ganz kurze Haare. Eigentlich so Männerhaarfrisur und dann Platinblond. Man muss ein gutes Gesicht dafür haben, sonst klappt das nicht. Also diese Haare verstehe ich überhaupt nicht. Das sieht ganz, ganz komisch aus. Ja, das waren eigentlich so die Trends von 2019 für die Haare. Ja, ich finde das eigentlich ganz, ganz cool. Zum Beispiel mit dem Pony und den Locken. Das ist sowieso etwas, was ich sehr mag. Jetzt machen wir weiter mit Mode. Mal schauen, was Pinterest für Modetipps hat für 2019. Pastellfarben geben im Frühling-Sommer 2019 den Ton an. Ich mag Pastellfarben. Die sehen immer ganz schön aus und sind ganz leicht. Und ja, ich mag das. Tüll, soweit das Auge reicht. Ich kenne Tüll einfach von der Hochzeit, aber einfach so kenne ich das jetzt nicht. Aber so wie diese Frau das anhat in diesem Insta-Post, finde ich das wirklich sehr schön in diesem Kleid. Also so würde ich es auch tragen. Ich liebe es. Und ja, gefällt mir. Mustermix. Mag ich überhaupt nicht. Ich mag das nicht, wenn auch so wie sie eben Pünktchen und Streifen. Häkelstrick, das kann eigentlich noch ganz gut aussehen. Ja, es gibt bestimmt schöne Kleidungsstücke, Pullover, die richtig gut aussehen. Im Häkelstrick kann ich mir gut vorstellen. XXL-Taschen. Also das, was ich hier auf dem Bild sehe, das sieht ganz komisch aus und das würde ich nie Maß tragen. Ich weiß nicht, für was man so eine riesige Tasche rumschleppen soll. Ich bin immer noch total im Rucksack-Trend drin. Also ich mag Rucksäcke wirklich sehr und die sind viel bequemer und man hat nichts in der Hand und ich bin überhaupt kein Taschenmensch. Aber Rucksäcke sind richtig gut. Das Wichtigste und Spannendste wahrscheinlich, vielleicht nicht für jeden, sind Make-up-Trends.
Mal schauen, was da so in ist. 2019 wird No Make-up, also kein Make-up auftragen, also wirklich sozusagen wirklich eigentlich wirklich wirklich nichts. Vielleicht einen kleinen Concealer, damit du nicht so müde aussiehst, aber sonst einfach du selbst oder auch gar kein Concealer. Einfach du selbst. Du solltest dich selber präsentieren, so wie du aussiehst. Das sollte 2019 im Trend sein. Wie findet ihr das? Findet ihr das gut oder nicht? Stimmt mal ab. Ich weiß nicht, wo es ist. Hier oder hier. Satte Beere Lippen, also rot, lila, dunkelrot. Ja, ihr wisst, was bärige Lippen sind. Ich bleibe immer noch bei Nude, weil ich mag meine Lippen nicht so und ich will sie auch nicht präsentieren. Und ich möchte sie auch nicht, ich möchte keinen Fokus drauf haben. Also bleibe ich bei Nude und ich werde das, glaube ich, auch immer bleiben, weil ich das einfach nicht mag. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut kommt, dass viele das mitmachen, vor allem so im Sommer eher oder Herbst. Eher Herbst. Das große Funkeln. Hier steht, man tut den Highlighter nicht nur auf die Sonnenterrasse auftragen, sondern auch im Innenwinkel des Auges. Macht man das nicht schon sehr lange? Also ich habe das schon voll lange gelernt, dass man das so macht über YouTube. Ich mache das schon einige Jahre. Ich weiß auch nicht, wie die jetzt auf das kommen, dass man das erst im 2019 macht. I don't know. Ich mache das schon lange. 80er Kajal. Wenn eure Mutter vielleicht noch mit einem Kajal rumläuft, also dieses Schwarze am Auge, dann wisst ihr, was damit gemeint ist. Ich mag schwarzen Kajal nicht so, weil das sich irgendwie versetzt und am Schluss ist da alles hier drin und das ist total hässlich. Das sieht das einfach so schwarz aus hier drin und das hier verläuft mit der Zeit. Ich mag eher Nude, also Hautfarbe oder Weiß auf die Wasserlinie und nicht schwarz. Die Farbe Orange wird sehr im Trend sein für die Augenlider. Das glaube ich sehr, weil das hat irgendwie schon 2018 begonnen, habe ich das Gefühl. Sehr viele haben so rot, orange, gelb drauf getan. Finde ich wirklich sehr schön, vor allem im Sommer, Frühling. Das wird sehr gut aussehen. Also orange Augenfarbe, also nicht Augenfarbe, Lidfalte, Betonung. Oder einfach das Lid anmalen mit Orange. Sieht sehr gut aus. Doll Eyes, also Puppenaugen. Das sind halt Wimpern auch unten hinkleben. Ehrlich gesagt, ich habe immer noch nicht begonnen, sie oben aufzukleben, weil ich das nicht kann. Und weil ich nur schwarzen Wimpernkleber habe. Ja, mit dem versaue ich einfach immer alles. Und ich habe keine guten Wimpern. Deshalb habe ich immer noch nicht Wimpern oben aufgeklebt. Also glaube ich nicht, dass ich die Wimpern unten kleben werde. Grafische Linien. Ich glaube nicht, dass man im Alltag oder einfach so draußen mit grafischen Linien rumlaufen wird, wie hier auf diesem Bild. Ein Eyeliner ja, aber doch nicht. Ich mache mir doch nicht grafische Sachen auf mein Auge und laufe dann damit rum. Das sieht doch total komisch aus. Keine Ahnung, ich finde es jetzt auch nicht wirklich schön. Was findet ihr von grafischen Linien? Stimmt ab, ich weiß immer noch nicht, wo es ist. Ich glaube, es ist hier. Healthy Glow. Ja, das war auch schon Ende 2018 so ungefähr. War das im Trend? Ich habe das auch in der Make-up-Schule gelernt. Und die haben dann auch gesagt, dass das sehr im Trend ist und auch werden wird. Und zwar, dass man halt nicht mehr matt ist im Gesicht, also nicht mehr mega viel Puder drauf, sondern eher glowy und fettig sozusagen. Die Augenbrauen werden sehr buschig. Das glaube ich sehr, denn sehr viele Leute haben nicht mehr so definierte Augenbrauen. Ich mache sie nicht, weil ich einen Pony habe. Aber ja, das glaube ich sehr. Wie findet ihr die Trends von 2019? Findet ihr sie gut oder schlecht?
Ich finde sie so eigentlich gut, irgendwie einige auch nicht, das ist total normal. Niemand kann alles mögen. Ja, wenn ihr das Video gut fandet, dann gebt einen Daumen nach oben, vergesst nicht zu abonnieren und klickt die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt mir in die Kommentare, welche Trends ihr glaubt, die wirklich geschehen werden und welche nicht und welche ihr machen werdet. Und vergesst nicht abzustimmen hier oben irgendwo, ich weiß nicht wo. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.